Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 4. November 2022 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen wieder gewohnheitsgemäß im Süden an der Cherson-Front. Hier sind die Ukrainer weiterhin damit beschäftigt, ihre Streitkraft zu vergrößern und zu verstärken. Hier kamen heute Berichte an, dass die Ukrainer Einheiten der 67. Mechanisierten Brigade an die Cherson-Front schicken möchten. Diese Einheiten waren noch nicht an der Front um Cherson aktiv und sind damit neu. Und diese Einheiten sollen jetzt hier speziell die Cherson-Front verstärken, in Anbetracht einer möglichen Offensive Richtung Dnipro-Fluss und der damit möglichen Befreiung der westlichen Seite der Cherson-Region. Ansonsten sind heute weitere Mörser-Artilleriebesatzungen der ukrainischen Streitkräfte aktiv. Auch panzertaktische Flugzeuge und Hubschrauber feuern entlang der Frontlinie, vor allem zwischen Cherson und Mykolaiv, sprich in der Region um die M14 Autobahn. Vor allem war das Feuer heute in den Stützpunkten Ternowy Pody, Zelenyhai, Kyselivka, Blahodatne, Posad Pokrowsky zu hören, teilweise auch Lutsch. Und ja, hier hält das Artilleriefeuer auch schon in den letzten, seit den letzten Tagen an. Und hier operieren vor allem Einheiten der 28. ukrainischen Brigade sowie der 59. ukrainischen Infanteriebrigade. Und dessen Artillerie bzw. Luftwaffe ist hier vor allem aktiv gewesen in den vergangenen 24 Stunden. Dann kam ein weiterer Zug der ukrainischen Streitkräfte an, vor allem hier in Tawriske wurde dieser Zug gesichtet. Vermutlich war in diesem Zug wohl 120 mm Mörsermunition und diese wurde eben hier an die Feldartilleriedepots geliefert, um die Streitkräfte hier in diesem Abschnitt zu verstärken. Ja, dann im Andrejewski-Sektor, hier zwischen Blachodatjewka, Davydew-Bryd, Bruskinske und Kostromka. Hier beschießen Artillerieeinheiten der 46. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte vor allem vom Stützpunkt Mala-Alexandrowka aus die russischen Streitkräfte hier im Bereich Sadok. Auf der anderen Seite gab es Panzereinheiten, die aus dem Gebiet südlich von Davydew-Bryd Bruskinske unter Beschuss genommen haben. Und das ist der Stützpunkt, der sich direkt südlich von Davydew-Bryd befindet und hier ebenfalls mit Davydew-Bryd mittels der T-2207 Straßenverbindung verbunden ist. Genau, so viel erstmal zu dem, was wir am Boden sehen. Am Dnipro-Ufer war es heute relativ ruhig. Auch hier vereinzelte Artillerieaustausche. Vereinzelt ist die Luftwaffe auch hier im Einsatz gewesen. Allerdings nicht so intensiv wie an der, ja, wie direkt vor Cherson. Ansonsten gibt es noch weitere Informationen. Unter anderem die Ukrainer hatten in den letzten 24 Stunden weiterhin die Stadt Cherson und Kachowka beschossen mit schwerer Artillerie. Es wurde wohl in Cherson das regionale Zentrum beschossen. Und außerdem kam jetzt im Zuge der angespannten Situation die Information seitens der von den Russen installierten Administration in Cherson, dass man eine Ausgangssperre verhängt, und zwar eine durchgehende Ausgangssperre. Normalerweise ist in der Ukraine aktuell die Ausgangssperre auf die Abendstunden bis in die Nacht beschränkt. Nun wird diese Ausgangssperre in Cherson und möglicherweise in Teilen um die Stadt Cherson auf 24 Stunden verlängert. Sprich, ja, wir werden jetzt hier durchgehende Ausgangssperre sehen. Und das ist hier die nächste Information, die die ganze Lage eskaliert. Wie gesagt, das kam von der russischen Administration. Und vermutlich sehen die Russen hier eine Gefahr für die Stadt und für die Region im Allgemeinen. Und ja, das kann natürlich sein, dass die Ukraine hier auch in den nächsten Tagen tatsächlich eine größere Offensive starten werden, wie wir sie zum Beispiel Anfang September in der Region Kharkiv gesehen haben. Ja, und zum Abschluss kommt noch die Information, dass die ukrainischen Streitkräfte im bzw. um das Dorf Radensk ebenfalls die russischen Streitkräfte beschossen haben. Und zwar wurde wohl ein Hotel getroffen, welches von russischen Militärs bewohnt wird. Dieses Hotel befindet sich am Stadtrand bzw. leicht außerhalb der Stadt Radensk und irgendwo entlang der E97. Es gibt leider keine konkreten Koordinaten für
Also leider habe ich keine konkreten Koordinaten, was das betrifft. Allerdings war dieser Treffer wohl erfolgreich und ja, konnte großen Schaden unter den russischen Reihen einrichten, soweit meine Informationen hier reichen. Gut, so viel dann zur Cherson-Front. Wir gehen dann weiter in den Süden. Hier um Saporizhia sind die ukrainischen Streitkräfte und die russischen Streitkräfte weiterhin aktiv, was den Beschuss mit Artillerie betrifft. Vor allem der Bereich zwischen Hulebole und Orichow bleibt weiterhin ja, sehr stark unter Beschuss. Es waren vor allem die Stützpunkte Malatok-Matschka betroffen, dann hier Werbowe war betroffen, Nowopropokivka und ja, danach teilweise kleinere Stützpunkte, die sich unmittelbar an der Front befinden. Nowopokrowka, Nowokarlivka und Tscharivne zum Beispiel ebenfalls. Also hier bleibt die Lage beim Alten. Wir hören Artillerieaustausch und genau, ansonsten sieht es nicht danach aus, als gäbe es hier irgendwelche Angriffe seitens der Infanterie. Auf der anderen Seite vielleicht nochmal ein Beschuss. Die ukrainischen Streitkräfte beschossen heute einen Stützpunkt, der sich unmittelbar in der Nähe von Melitopol befindet. Das müsste der Stützpunkt Semenivka sein, wenn ich mich nicht täusche. Und dort wurden wohl ebenfalls russische Lager getroffen. Gut, dazu dann erst einmal auch alles an der Stelle. Wir gehen weiter Richtung Donetsk. Hier hören die Russen nicht damit auf, Richtung Vukledar anzugreifen über Pavlivka. Momentan finden hier weiterhin intensive Kämpfe in der Stadt Pavlivka statt. Die Russen versuchen weiter Richtung den Kaschlach-Fluss vorzurücken. Die Ukraine halten hier die Verteidigung, konnten hier auch einige Reserven in den letzten Tagen heranbringen. Und hinzu kommt natürlich das Wetter, welches sich verschlechtert hat. Die Russen können im Prinzip nur noch über Straßen forcieren und das Ganze erschwert den Russen natürlich hier die Stadt von der Seite anzugreifen bzw. hier zu operieren, südlich von Nowomichailowka. Da ist eben die einzige Möglichkeit, eben hier die Straße zwischen Solotke und Wodjane zu nutzen. Und ja, auch das ist schwierig, weil die Ukraine hier natürlich auch präsent sind. Ja, also wie gesagt, Verstärkung und Wetter macht es den Russen hier schwierig, Erfolge zu erzielen. Die Kämpfe befinden sich momentan weiterhin in der Stadt und es sieht nicht danach aus, als hätten die Russen hier schnell Erfolg. Teilweise wechseln hier einzelne Straßen. Ja, noch am selben Tag die Seite. Die Kämpfe sind hier sehr intensiv und es sieht nicht danach aus, als hätten die Russen hier eine Chance in den nächsten Tagen diesen Stützpunkt einzunehmen. Genau, so viel erstmal zu diesem Stützpunkt. Ansonsten hier südlich von Nowomichailowka bzw. von Nowomichailowka aus gibt es Versuche seitens der ukrainischen Streitkräfte hier lokale Gegenangriffe zu starten. Und dieser Gegenangriff richtete sich wohl vermutlich südlich von Nowomichailowka Richtung Solotke. Hier hat man es wohl versucht, die russischen Streitkräfte etwas weiter von Nowomichailowka wegzuschlagen, gerade mit den Angriffen, die die Russen hier seit knapp einer Woche führen. Und ja, man hatte hier wohl nach meinen Informationen teilweise Erfolg und konnte die Russen zumindest einige hundert Meter zurückdrängen. Genau, und jetzt noch zum Abschluss dieser Front, beziehungsweise der Donetsk-Front. Die Russen beschossen heute intensiv den Stützpunkt Pokrowsk. Ja, hier dieser Knotenpunkt in der Donetsk-Oblast, in der Donetsk-Region. Was hier genau getroffen wurde, ist noch nicht bestätigt, vermutlich aber Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte. Zum restlichen Teil der Donetsk-Front werde ich jetzt auch keine weiteren Updates bringen. Hier ist alles weiterhin beim Alten. Gerne dazu mein gestriges Video anschauen. Was Bachmut betrifft, beziehungsweise Horlovka hier, die Kämpfe dauern ebenfalls an in der Region um den Eisenbahnknotenpunkt Majorsk, um Kurjumowka und Ossarianowka und auch um Obytne und Ivanhrad. Ja, gerade hier gab es ebenfalls einen lokalen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte. Man konnte ja, die Frontlinie hier leicht in den Osten Richtung Zaitsev drücken und momentan befindet sich die T0513 Autobahnverbindung bzw. Schnellstraße in der grauen Zone. Die Kämpfe finden hier weiterhin statt, demnach jetzt südlich von Obytne und nicht mehr hier direkt am Stadtrand von Obytne bzw. am Dorfrand.
Und was die Ivantrat betrifft, hier dauern die Kämpfe ebenfalls am Rand dieser Siedlung an. Das Gleiche können wir auch von Bachmut berichten. Hier haben sich die Kämpfe wieder leicht in Richtung Südoststadt verschoben. Die Ukrainer konnten hier im Zuge einer Gegenoffensive vor knapp 2 Wochen die Wagner-Gruppe weiter in den Süden drücken. Jetzt kam es hier wohl zu einer Umgruppierung und zu neuen Angriffen. Und momentan sehen wir hier eben am Stadtrand die Kämpfe. Genau, und dann Bachmut, Jakowlivka. Auch hier habe ich so gut wie keine neuen Informationen. Deshalb werden wir das Ganze hier jetzt erstmal überspringen und gehen damit weiter in Richtung Lysychansk. Hier greifen die Russen weiterhin an, gerade die Stützpunkte Spirne, Werchnokamenskoje und Bilohorivka werden angegriffen. Hier gibt es jetzt auch ein Update der Frontlinie und ja, man könnte meinen, dass das Ganze mit einem russischen Angriff gestern verbunden ist. Allerdings kann ich hier sagen, dass der Angriff der Russen, den man auch heute Nacht gestartet hat, noch nicht erfolgreich war. Die Frontlinie hat sich demnach hier kaum verändert. Es bleibt beim alten. Bilohorivka ist in der grauen Zone. Und genau, hier gibt es erst einmal auch keine wesentlichen Veränderungen an diesem Frontabschnitt. Die Ukrainer können hier auch erst einmal ihre Positionen weiter halten. Das gleiche gilt für russische Positionen um Kremina und Tschernopopivka. Hier bleibt die Sache auch beim Alten. Die Ukrainer versuchen hier teilweise nochmal anzugreifen und vor allem Richtung Kremina und Tschernowopopjewka ja, durchzubrechen. Hier können die Russen momentan auch noch ihre erfahrenen Truppen, die damals Liman verteidigt hatten, nutzen und diese Einheiten sind momentan auch weiterhin ziemlich erfolgreich im Zurückhalten der ukrainischen Streitkräfte. Genau, hier ja, um Tschernopopivka waren wohl 2 motorisierte Infanteriebataillone beteiligt. Und ja, wie gesagt, diese Angriffe wurden erst einmal gestoppt und wir sehen jetzt hier weiterhin Kämpfe in dieser Region. Gut, damit nochmal Richtung Svatove. Hier starteten die Russen einen weiteren Angriff in Richtung Makiivka und Newske. Bei Makiivka ja, ist die Kontrolle momentan auf Seite der ukrainischen Streitkräfte allerdings nicht vollständig. Ein Teil der Stadt befindet sich in der grauen Zone. Die Russen möchten weiterhin versuchen, hier die Ukraine auf die Westseite des Scherebez-Flusses zu drücken. Und das gleiche gilt natürlich für Newske, welches vor ungefähr 2 Wochen von den Ukrainern befreit wurde. Hier greifen die Russen jetzt ebenfalls an, mit dem Ziel, die Ukraine auf die Westseite des Scherebez-Flusses zu drängen und damit wieder Stellungen in Newske einzunehmen. Das Ganze dient hier natürlich Verteidigungsgründen, ja, indem man sich direkt am Fluss positioniert. Und hier ja, dauern die Kämpfe wohl an. Die Ukrainer konnten die Russen hier erstmal zurückschlagen und ich glaube, die Kämpfe werden hier auch erst einmal weiter andauern. Ja, damit dann nochmal hier weiter in den Norden, hier ja in der Region um, genau, hier etwas nördlich, um Jachidne. Gab es einen Versuch der ukrainischen Streitkräfte nochmal anzugreifen, gerade eben in Richtung Jachidne selbst. Hier war wohl auch die Luftwaffe und die Artillerie ziemlich groß besetzt bei dieser Offensive. Allerdings ja, dauern die Kämpfe hier teilweise an. Die Russen konnten hier den ersten Angriff stoppen und wir warten hier auch auf weitere Updates. Es scheint auch hier nicht, als würden die Ukrainer in diesem Versuch, mit diesem Versuch, die Frontlinie der Russen hier durchbrechen. Gut, und ansonsten hören wir hier im Allgemeinen davon, dass die Ukrainer weiterhin ihre seit kurzem besetzten Stützpunkte mit neuen Einheiten besiedeln. Vor allem die 103. Brigade der Territorialverteidigung rotiert aktuell und damit besetzen die Ukrainer hier einen großen Teil der Stützpunkte zwischen dem Scherebez-Fluss und dem Osgil-Fluss. Genau, dann erstmal ja, soweit alles zur Front. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar weitere Informationen. Putin, der russische Präsident, äußerte sich heute, dass 318.000 Soldaten in Russland mobilisiert wurden. Davon seien bereits 49.000 an der Front. Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, dass die Zahl vermutlich ungefähr bei 100.000 liegt.
Und ja, die Zahl, die ich nannte, 100.000, die waren nicht auf die Soldaten bezogen, die schon direkt in Kampfhandlungen verwickelt sind und an der Frontlinie ja, agieren, sondern möglicherweise auch Soldaten, die in der Rückseite wichtige Aufgaben erledigen, zum Beispiel Posten in der Verteidigung halten oder hier ja, zum Beispiel für die Logistik Arbeit übernehmen. Aber wie gesagt, 49.000 sind an der Frontlinie und das sieht man hier auch an der Stelle, weil die Ukrainer hier erstmal Probleme haben, nochmal durchzubrechen, wie das Ganze zum Beispiel im September gelungen ist. Ansonsten gab es heute noch einen Erlass eines neuen Gesetzes vom russischen Präsidenten. Von nun an darf man wohl auch Straftäter mobilisieren, laut dem staatlichen laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti hat Putin wohl ein Gesetz unterzeichnet, wonach inhaftierte Schwerverbrecher rekrutiert werden sollen. Ausgenommen sind hier wohl nur Sexualstraftäter. Ja, und wir hören schon seit einigen Wochen, die PMC Wagner-Gruppe setzt hier schon seit ja, mehreren Wochen auf Verbrecher. Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigozhin, ist ja schon seit Wochen in ganz Russland unterwegs. Er spricht dort vor Gefängnisinsassen und wirbt mit einem Eintritt in die Wagner-Gruppe und einer möglichen Begnadigung, was hier die Straftat betrifft. Und viele dieser Leute entscheiden sich auch dafür, an die Front zu fahren und viele werden auch momentan gerade in der Region um Bachmut eingesetzt. Es gab auch schon die ersten Kriegsgefangenen, auch hier konnte ich mir schon die ersten Interviews anschauen, die ersten Informationen gewinnen. Das heißt, das Ganze ist auf jeden Fall Fakt. Und ja, jetzt sollen hier wohl, ja, sollen die Russen wohl die Möglichkeit bekommen, hier weitere Leute für die russische Armee und nicht für die Wagner-Gruppe mobilisieren. Gut, das wäre es dann erstmal für den 4. November 2022. Wenn dir das Video gefallen hat und du das lernen konntest, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und selbstverständlich auch gerne über ein Abo auf dem Kanal. Und ansonsten hören wir uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.